Leute, Rayo hier. Ich habe mir vor kurzem Gedanken gemacht, nachdem der Women's March und March war und ich sehr viele Sachen gesehen habe, die so gegen genau das gerichtet waren, habe ich mir Gedanken gemacht, so klar, es werden nicht nur Frauen benachteiligt, sondern auch Männer haben einen gesellschaftlichen Druck und ich habe auf Twitter euch gefragt, also zumindest die Jungs unter euch, was für euch Druck ist und Erwartungen von der Gesellschaft. Und Nummer eins ist einfach von allen Leuten immer dieses, Männer dürfen keine Emotionen zeigen, also keine schwachen Emotionen, also da, sie dürfen sich nicht schwach darstellen, wo ich mir halt so denke. What? Also einfach dieses, ja, du darfst nicht weinen oder traurig sein oder du darfst nicht Angst haben oder ja, einfach dieses, keine Emotionen zeigen und immer die stärkere Person sein, was ich halt so hohl finde. Also es ist halt einfach, die Gesellschaft projiziert es auf einen, unter anderem auch Social Media leider, aber Leute, weinen ist so normal. Angst haben ist der natürlichste Mechanismus, den man haben kann. Ich glaube, ich weiß das wohl am besten als jemand mit Angststörung. Schwäche zeigen ist eigentlich viel deeper, also viel tiefer gehend als Stärke zeigen. Wer Schwäche zeigen kann, ist eigentlich automatisch stärker als jemand, der nur Stärke zeigen kann. Wenn ihr versteht, was ich meine. Dann dieses Gendern von Gegenständen verstehe ich halt auch so überhaupt nicht, einfach weil, keine Ahnung, Männer müssen oder Jungs müssen Autos und Fußball oder Sport mögen und Weiber mögen Fashion und Beauty und wo ich mir dann so denke, Jungs können auch Fashion mögen und was weiß ich was. Also ich habe es schon irgendwie öfter gesehen auf Social Media, dass Jungs / Männer Nagellack getragen haben oder Leute irgendwie gefragt haben, wieso machst du das? Und ich so, ich mir so denke, fragst du das ein Mädel, wieso sie Nagellack trägt? Also Nagellack, also bestes Beispiel, es ist halt einfach nicht gegendert. Selbst wenn jemand pinken Nagellack trägt, was hat das mit seinem Geschlecht zu tun? Also jetzt mal ernsthaft. Klamotten und was weiß ich, Gegenstände sind einfach nicht gegendert. Ein Typ kann ein Kleid tragen. Genauso wie ich ein Hoodie tragen darf und irgendwie eine übergroße Jogginghose und was weiß ich was für Schuhe. Also, wieso dürfen Frauen sich als Männer praktisch anziehen, also Tomboy-mäßig anziehen? Und Männer dürfen keine Kleider tragen. Ich habe vor kurzem auf Twitter einen Thread gesehen mit ganz vielen Bildern von Typen, die Kleid getragen haben. Also so mehrere Typen, die Kleider getragen haben. Und ich war ein bisschen neidisch, dass manche von denen fast besser drin aussehen als ich, wo ich mir dann halt so denke, und gegen sowas hast du was? Ich meine, das ist halt auch so dieses, ja, Männer, die sowas tragen, sind schwul. Nein, Männer, die feminin sind, müssen nicht schwul sein. Ich kenne so viele Leute, so viele Jungs aus meiner Jugend, was weiß ich was, also ich bin immer noch jugendlich, aber ihr versteht, was ich meine, die halt sehr feminine Züge haben und sehr viel Empathie und halt auch mal geweint haben, während ich anwesend war. Und ich sehe die nicht als weniger Mann oder weniger heterosexuell, wenn sie heterosexuell waren, / sind. Also, ich finde es halt so traurig, dass halt nur, die Sache ist halt, Homosexuelle zeigen ihre feminine Seite eher, einfach weil das für sie wie so ein Breakthrough ist. Also sie sind sowieso anders, also wieso sollten sie sich dann nicht auch so verhalten, wie sie möchten. Ich glaube aber eher, dass viele Leute, also viele Männer ähnlich drauf wären wie homosexuelle Typen, die ihr jetzt wahrscheinlich Klischee nennen würdet. Keine Ahnung, die wären wahrscheinlich genauso drauf, wenn sie nicht diese Erwartung von der Gesellschaft hätten. Weil Schwule haben sie so nicht mehr wirklich so, also klar, die haben auch eine Erwartung, aber keine Ahnung, man bricht einfach mehr so frei sein inneres Ich. Demnach sind die femininen Seiten da halt auch mehr draußen so. Man muss ja nicht gleich irgendwie sich schminken oder so, aber man, also ich verstehe es nicht. Also lasst eure feminine Seite mehr raus, dann wäre ich dafür nicht akzeptiert. Mit dem solltet ihr sowieso nicht irgendwie verkehren.
Also, keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Also, es ist einfach so dumm. Es sind Gegenstände und es sind Charakterzüge, die jeder Mensch hat. Ich habe, genauso wie ich maskuline Charakterzüge habe, hat auch ein Typ feminine Charakterzüge. Genauso wie ich durch Scheiße durch bin in meinem Leben, ist auch ein Typ durch Scheiße durch. Jeder Mensch darf Emotionen fühlen und ich verstehe einfach nicht, wie die Gesellschaft das so auf einen projiziert. Ich finde es halt auch immer so schwer zu sagen, die Gesellschaft, weil du nie weißt, wer jetzt genau damit gemeint ist, aber natürlich Nummer 1 ist da, glaube ich, Social Media und halt, wie du groß geworden bist, in welchem Umfeld, das sehe ich also als Gesellschaft so im breiten Sinne, weil viele Leute einfach beschissenes Familienumfeld haben und das tut mir verdammt leid. Ich habe genug Leute um mich, die nicht aus ihrer Hülle rauskommen können, dass sie irgendwie bisexuell sind oder keine Ahnung, ein bisschen femininere Züge eigentlich haben, wenn sie mit mir reden oder mit ihren Freunden, die halt das nicht zeigen können, so in Real Life zum Beispiel. So, also Gesellschaft. Wow, also da hat einfach ganz viel damit zu tun, wie man groß geworden ist und das ist einfach. Es ist so sad. Ich habe mir übrigens, also ich habe mir natürlich Notizen gemacht, weil ich euch natürlich gefragt habe. Und ich habe mir aufgeschrieben, das Einzige, was Männer machen müssen, ist, andere gleich zu behandeln. Das Einzige, was wir auf dieser Welt machen müssen, ist, andere gleich zu behandeln. Und ich verstehe nicht, was daran so schwer ist. Also, ihr müsst andere Männer und andere Frauen und als was auch immer sie sich identifizieren, genauso gleich behandeln wie ich genau diese Menschen gleich behandeln muss. Und alle sollten für Gleichberechtigung kämpfen, nicht nur Frauen. Also Männer sagen immer, Frauen hätten keine Nachteile mehr, also nicht alle Männer, aber ich sehe viele Männer, die das sagen. Und dann im selben Atemzug meistens sagen so, ja, Männer haben auch Nachteile, Benachteiligungen. Und dann denke ich mir so, ja, wieso gehst du dann nicht für genau das dann auch auf die Straße so, wo, also protestieren. Also, ich verstehe, wenn man so generell denkt so, ja, protestieren hilft nicht. Aber ich glaube schon, dass es hilft, wenn über 100.000 Leute in den USA vom Weißen Haus protestieren. Du kannst mir nicht sagen, dass das nichts tut. Also, es gibt auf jeden Fall Momentum für die Sache, für die protestiert wird. Also man redet wieder eher drüber. Und wenn es nur dieses wieder drüber reden ist und das in den Vordergrund vor dem Kopf zu kriegen, das ist doch eigentlich schon genug. Und warum ich unter anderem auch dieses Video machen möchte, ist unter anderem, wie gesagt, wegen Women's March. Und weil viele Leute das Wort Feminismus hören und kotzen wollen. Und einerseits kann ich das verstehen, andererseits nein. Wer weiß, was die Definition von Feminismus ist, ich will sie hier mal einblenden. Feminismus hat nichts mit Männerhassen zu tun. Es gibt Menschen, die ihren Sexismus gegenüber Männern als Feminismus abstempeln. True. Das ist komplett wahr. Ich verstehe, wieso dieses Wort so ein schlechtes Image hat. Einfach weil viele Weiber, die halt einfach nur gegen Männer gehen wollen, ihren Männerhass als Feminismus bezeichnen. Aber das ist genauso, wie wenn ich das als Gleichberechtigung bezeichnen würde. Feminismus ist genau das gleiche wie Gleichberechtigung und ich möchte euch das einfach mal sagen, vor allen Dingen den Typen da draußen. Nur weil das Wort Femme in Feminismus ist, heißt das nicht, dass das nur für Frauen ist. Es heißt so, weil wir nun mal für den längsten Zeitraum benachteiligt wurden. Wir durften lange nicht wählen. Wir hatten lange einfach keine andere Wahl, als zu Hause zu bleiben und zu kochen. So in Sexismus eingesperrt zu sein. Klar, Männer haben auch Nachteile, wie ich es jetzt hier auch gerade vorgestellt habe. Und es gibt wahrscheinlich noch mehr. Aber Feminismus kämpft für die Gleichberechtigung von allen Menschen. Ja, es hat einfach nur seinen Namen, weil Frauen nun mal sehr, sehr, sehr viel mehr Nachteile über die letzten Jahrhunderte hatten. Und ich verstehe nicht, wie man das nicht verstehen kann. Ich kann verstehen, dass ihr genervt seid von Feministen, die eigentlich nur ihren Sexismus als Feminismus ausgeben und sagen, Männer, bla bla bla. Aber das ist halt nicht der Sinn von Feminismus, nur weil die das falsch abstempeln und
das als was Schlechtes darstellen wollen. Es ist, keine Ahnung, ihr könnt das Wort Feminismus nicht zum Kotzen finden, nur weil es solche Menschen gibt, da könntet ihr genauso das Wort Gleichberechtigung scheiße finden, weil Leute das dafür benutzen. Also dass sie es halt einfach so labeln. Leute, bitte versucht so ein bisschen so eure Research zu machen, weil Feminismus hat, ich muss sagen, bei Feminismus, vor allem bei dem Wort, ist diese Grenze zwischen Gleichberechtigung und ich will Besseres für Frauen als für Männer, das hat einfach so einen schmalen Grat. Ich verstehe das, aber das hat Gleichberechtigung generell auch. Also derzeit ist es halt einfach so, dass dieser schmale Grat eher bei den Männern liegt und Männer halt einfach mehr Vorteile haben. Also kann man sich nicht drüber beschweren, wenn eine Frau dann irgendwie mal so vielleicht bei 1-2 Punkten irgendwie drüber hinausgeht und mehr will als ein Mann, einfach weil man so lange unterdrückt wurde in eben diesen Bereichen, die dann wahrscheinlich genannt werden. Also man kann sich vor allem als Mann einfach nicht beschweren, so, die will mehr als ich, und ich denke mir so, ja, weil du derzeit einfach immer noch das stärkere Geschlecht in der Gesellschaft bist und das, was mehr privilegierter ist. Ich weiß nicht, also es ist halt einfach Fakt, dass Frauen mehr Nachteile haben, Männer, wie gesagt auch. Ich adresse das sehr gerne, es geht dabei halt, wie gesagt, nicht nur um Frauen. Der Hauptpunkt liegt natürlich auf Frauen einfach, weil, ja, es sollte offensichtlich sein. Ich habe ja eben gerade aufgezählt, wir durften ganz lange nicht wählen, wir durften ganz lange nicht irgendwie einen Job haben, der irgendwie außerhalb von femininen Dingen lag. Ja, also ich kann schon verstehen, wie es Feminismus heißt und ich, wie würde man das bei Männern sagen? Ich habe gerade keine Ahnung. Aber ja, ich möchte einfach mal sagen, manchmal reicht es halt einfach nicht zu sagen, ja, ich bin für Gleichberechtigung. Vor allen Dingen halt, also als, egal ob männlich oder weiblich, weil in den Situationen, in denen es dann gebraucht wird, dass Gleichberechtigung so der Fall ist, wird halt ganz oft dann nichts gesagt. Wenn ein Typ fürs Nagellack tragen dumm angemacht wird, sind die meisten halt einfach still. Und das ist halt einfach, keine Ahnung, du kannst nicht für Gleichberechtigung sein, wenn dich das nicht aufregt, dass ein Typ dumm angemacht wird, weil er was Feminines trägt. Das hat genauso was mit Gleichberechtigung zu tun wie gleich viel Gehalt oder gleich viel irgendwas. Ja, ihr versteht, was ich meine. Also man kann nicht sagen, ich bin für Gleichberechtigung und dann nichts tun. Du bist dann nicht für Gleichberechtigung, du denkst, du bist für Gleichberechtigung, aber wenn du nichts dafür machst, also selbst ich mache hier gerade was, indem ich drüber spreche, was Männer für Erwartungen in der Gesellschaft haben. Was machst du? Viele sagen so irgendwie, keine Ahnung, ich sehe oft auf Twitter so, ja, ich bin für Gleichberechtigung. Aber genau diese Leute sind halt entweder sehr sexistisch und wenn sie das nicht sind, haben sie vorher noch nie drüber geredet. Zumindest nicht so, dass man es doch sehen könnte. Ich meine, du musst kein Feminismusaktivist sein. Aber viele Leute sagen das halt einfach nur und machen nicht. Und das nervt halt so ein bisschen, weil, also viele Frauen machen schon was dagegen, einfach weil sie das benachteiligte Geschlecht sind in den meisten Dingen. Aber ja, keine Ahnung, Männer sind halt einfach sehr oft so still und sagen, ich bin für Gleichberechtigung, aber setzen sich dann nicht in den richtigen Momenten für andere Männer ein oder für Frauen, die halt in dem Moment benachteiligt werden. Das finde ich irgendwie schade. Ich meine, man muss das nicht immer machen, aber es gibt so einen gewissen Teil auch Online-Zivilcourage, wo man sich mal dazwischen stellen kann und mitdiskutieren kann. Ja, versucht einfach euch ein bisschen mehr mit dem Thema zu beschäftigen und zu gucken, was ihr daran verbessern könnt. Wenn man versteht, was ich meine. Ich weiß, es ist einfach ganz viel, worüber ich gerade rede, aber ja, ist halt einfach eine Sache, über die wir schon längst hinweg sein sollten. Es soll schon längst Gleichberechtigung für alle Leute geben, aber naja. Es gibt immer jemand, der der Sündenbock sein muss anscheinend. Ich habe keine Ahnung. Egal, ob das jetzt die Leute im LGBTQ sind oder Frauen oder Transgender. Also ja, es ist halt, es sind sad, dass immer jemand benachteiligt sein muss. Aber versucht so ein bisschen dran zu arbeiten wenigstens. Also alle gemeinsam, nicht nur du, sondern auch die Leute um dich herum. Ich, die Leute um mich herum, ist wichtig.
ist sehr wichtig. Wenn ihr wollt, dass ich mehr über dieses Thema rede oder so ein bisschen mehr darüber rede, was ihr noch genauer machen könnt zum Thema, lasst einen Daumen nach oben da. Kommentiert mir mal den sexistischsten Spruch, den ihr jemals hören musstet, egal ob als Mann oder als Frau oder als Junge oder als Mädchen oder als Non-Binary. I don't care how you label yourself. Schreibt einfach mal in die Kommentare, was für sexistische Kommentare ihr gehört habt in eurem Leben. Und wenn ihr noch kein Abonnent seid von diesem Channel, dann werdet Abonnent unten oder in der Endcard. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.